Hallo und herzlich willkommen zu den PVMP at News 43. Ja, und wie sollte man es nicht anders erwarten, was ich beim letzten Mal schon gesagt hatte? Ja, Update 18 wird kommen und seit dem 12.04.2016 ist es auch soweit. Update 18 ist live gegangen. Da gab es natürlich auch, na, nicht natürlich, obwohl bei Turbine mittlerweile natürlich, ja, doch, eigentlich natürlich, ein paar Probleme vorher. Am Donnerstag, am 14. hatte Freelon eigentlich schon abends angekündigt gehabt in seinen wöchentlichen Twitch-Streams, dass Update 18 am 11.04. kommen soll. Dieses wurde dann aber schon am Freitag wieder berichtigt. Nein, wir sind doch noch nicht so weit, wir müssen da noch was machen. Dementsprechend kam das dann auch erst am 12. dann live. Und dann hatten wir auch schon wieder, ja, am 15. war das, genau, am 15. wieder eine kleine Hotfix-Downtime, könnte man so sagen. Also mittlerweile ist das auch Tradition, also Turbine bringt ein Update und zwei, drei Tage später gibt es einen Hotfix. Okay, ist halt Turbine, kann man nichts gegen machen. Aber mit Update 18 hat sich einiges verändert. Einiges hatte ich in den letzten Ad-News auch schon, ja, vorangekündigt. Der Level-Cap ist jetzt nicht mehr 100, sondern ist jetzt hoch auf 105 heraufgesetzt worden. Die Essenzen, die man dann, die die Helden dann in ihren Essenzen-Slots reinpacken konnten, ist jetzt nicht mehr Stufe 7 Cap, sondern jetzt Stufe 8. Von daher ist momentan nicht so viel netten los, aber da kommen wir gleich in den nächsten Thema rüber hin. Ansonsten gibt es nicht viel Neues. Epische Geschichte geht jetzt weiter, Bücher 5 bis Ende und Anfang Buch 6 kann man denn jetzt machen. Drei neue Instanzen, zwei kleine Gefährtengruppe, eine vollständige Gefährtengruppe, soll jetzt auch laut Hotfix wieder einwandfrei funktionieren. Ich selber habe mit meinem, ja, Kundi noch nicht so viel gesehen, muss ich ehrlich sagen. Die Anfangsquest war ja irgendwie, Achtung, Spoiler, folgt den Trommeln. Okay, Quest angenommen, folgt den Trommeln. Folgt den Trommeln war dann für mich irgendwie, ich laufe jetzt erstmal 2,5 Kilometer durch die ganze Mittelerde-Geschichte, wofür ich dann eigentlich im realen Herr der Ringe Online-Welten mindestens 2 Monate gebraucht hätte. Also das waren dann schon sehr, sehr laute Trommeln. Aber egal, anderes Thema dann jetzt. Ach, nee. Ja, 105 ist jetzt Level Cap. Das heißt, Helden müssen jetzt natürlich auch erstmal ja, leveln, questen, Instanzen gehen, sich die Essenzen dann zusammenfarmen, damit sie erstmal wieder halt in den Ettenöden was machen können. Wir Monster sind automatisch auf 105 heraufgesetzt worden. Da haben wir Monster ja das etwas Bessere losgezogen. Aber wir Monster, ja, das ist immer, ne, Stärken, Schwächen. Helden müssen questen, müssen machen und tun und alles nicht irgendwie gesehen. Und wir Monster, wir fangen auch bei 0 an und momentan, ja, irgendwie war es früher doch schwieriger. Ach, ich schweife schon wieder ab. Ach, manchmal bin ich doch noch am Träumen, in der Hoffnung, dass es irgendwie... Ach, anderes Thema jetzt bitte, ja. Es gab auch noch mit Update 18 neue Features, die ich vor allen Dingen in den letzten Wochen sehr stark kritisiert hatte. Es gibt, ich lese jetzt mal speziell aus den Patch-Notes hervor, es gibt auf der Grafikseite eine neue PVMP-Leistungs-Deaktivierungsoption. Diese Option ist standardmäßig eingeschaltet. Ist diese Option aktiviert, werden beim Betreten von Monsterspielgebieten vorübergehend, jetzt muss ich mal, verschiedene hochaufgelöste Grafiken und Benutzeroberflächen Optionen auf niedrige Werte gesetzt, um die PVMP-Leistung zu verbessern. Eure Einstellungen werden beim Verlassen des Monsterspiels Gebiete wieder hergestellt. Wer die vorletzten Ad-News einmal sich angeguckt hat, das waren die Ad-News 40, soweit ich mich noch dran erinnere, 41, da könnt ihr euch das schon mal angucken, wie das dann aussah. Ein bisschen hart umgesetzt, aber für die Leute, die dann doch nicht so eine große Rechenkapazität haben, kommt das dann schon sehr hin. Wie habe ich das immer so bekannt? Genau. Minecraft-Grafik in Herr der Ringe Online. Genau so war das irgendwie. Auch einfach nur lustig. Ansonsten haben die auch vieles dran gemacht gehabt, um die Server-Performance, na, was heißt Server, Client-Performance zu verbessern. Wo ich dann aber auch so sagen muss, das haben sie mehr so, ihr müsst es machen. Also wenn ihr anständig spielen wollt, müsst ihr mit weniger Grafikleistung hinkommen. Das haben nicht nur wir auf der Monsterseite so, sondern auch die Helden so. Aber auch im PvE ist es mittlerweile so, dass man dann dort lieber sagt, bitte schaltet dann die eine Option Avatar-Textur-Komposition aus,
um die Gesichtsdetails im Kampf dann herunterzuschrauben, um dann dort die Kleinverbesserung, ja, ob man das haben muss. Ich finde es schade, dass wir jetzt an unserem Client was machen müssen, damit die Server einmal frei laufen. Dass die da. Ach, nee. Ach, nee. Ach, nee. Alles ein bisschen schwierig momentan, Torwein. Aber ihr habt ja noch ein bisschen Zeit, da was zu machen. Mordor ist ja noch ein bisschen weit her. Natürlich, Update 18 ist da, seit einer Woche jetzt fast. Haben mich auch einige angeschrieben, Ungol, wie ist es denn momentan so in den Ettenöden? Ich kann dazu nur nicht viel sagen, weil in den Ettenöden ist noch nicht allzu viel los, weil, wie ich vorhin gerade schon eben sagte, die Helden müssen erstmal ein bisschen questen, die müssen erstmal hochkommen, die Essenzen zusammensuchen. Und klar, wir Monster haben jetzt ein bisschen mehr Moral bekommen. Aber dadurch, dass sich auch bei den Helden was geändert hat, Thema Schadenregulierung und physische Schaden, da hat sich einiges getan in diesem Bereich, ist das, finde ich, jetzt noch ein bisschen zu überfrüht, da irgendwas anzusprechen. Des Weiteren hatte ich im letzten Mal schon das Thema Rangfarmer wieder angesprochen gehabt. Und zwar fand ich da mehr so das Problem, vor allen Dingen auf Gwaihe, dass da wieder einige Vorwürfe gekommen sind von einigen Spielern. Wo ich dann auch sagen muss, diese Spieler, die haben das zu diesem Zeitpunkt nur aus, auf dem Servern belassen. Mittlerweile tragen sie das raus in die Facebook-Gruppen. Und es hat sich irgendwie herauskristallisiert, dass Rangfarmer-Vorwürfe anscheinend bei gewissen Leuten, ich sage extra keine Namen, berechtigt waren. Die dann aber doch irgendwo, sich dann mit Turbine auseinandergesetzt haben und dann gesagt haben sollen, ich war aber AFK, ich kann doch gar nichts dafür. Und Turbine dann doch wieder mit einem kleinen, weinenden Auge gesagt, ich entsperre den Account wieder, dann kannst du wieder spielen. Als ich das dann gehört habe, auch von mehreren Leuten her, fand ich das nicht so prall, muss ich sagen, dass der Turbine nicht hart durch am Greifen ist, so wie sie es eigentlich angekündigt haben. Für die Leute, ich habe neulich schon mal Fett dazu abgelassen, wer Rang fahren möchte, der soll es machen, hat seinen Spaß damit. Rang 15 kann er haben. Würde ich mich nicht stolz darauf finden, Rang 15 immer innerhalb von wenigen Minuten beziehungsweise wenigen Stunden oder Tagen geschafft zu haben. Sehe ich nicht als Leistung an und sehen auch viele andere so. Von daher. Ein bisschen verschupft bin ich. Ja, richtig. Deswegen kommen die Ad-News auch ein bisschen später. Ich war ein bisschen kränklich, von daher. Nicht so. Der Thema Rangfarmer, ich kann es nur weiter sagen, Leute, meldet sie weiterhin fleißig, macht irgendwelche Videos, nochmal AdNews 42 reinschauen am besten, da habe ich nochmal einige Tipps mehr drauf aufgeschrieben, was man da noch machen kann. Wenn der Turbine nicht einwandfrei durchgreift, dann kann man da momentan nichts gegen machen. Ist schwierig, ich weiß, ist aber leider so. Dann ist mir gerade eben noch eingefallen, heute gerade wieder einer in der Facebook-Gruppe wieder reingeschrieben, Thema, was habe ich hier noch gar nicht? Ach, mache ich auch nicht. Der Mac-Client scheint aktuell wieder große Probleme zu machen, dass er des Öfteren abschmiert. Was ja schon aufgefallen ist beim Mac-Client, dass das mit Update 17 so gekommen ist. Einige sagen, mit Update 17.2 ist es wieder besser geworden, andere sagen, schlechter. Also es ist wohl immer noch problematisch mit dem Mac-Client. Die Leute alle, die Mac-Client haben und da Probleme haben, schreibt ein Ticket, bombardiert sie zu. Dann auch ich spiele beides, ich spiele Mac und jeweils Windows. Von daher, ich kenne die Probleme vom Mac. Mein iMac sagt auch ab und zu mal, ich mag nicht mehr. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt. Wir sehen uns auf jeden Fall in 2 Wochen wieder und ansonsten in den Ettenöden. Und ich sage da mal, ciao und wir sehen uns in den Ettenöden.